Boah, bin ich aufgeregt. Die 4 Jahre Grundschule waren so schnell vorbei. Und was kommt jetzt? Hey du musst dir keine Sorgen machen. Komm doch einfach zu uns aufs GV. Und nach ein paar Wochen fährst du mit deiner gesamten Klasse auf eine Kennenlernfahrt. Und hier findest du schnell viele neue Freunde. Wir als Klassenpartner erleichtern euch den Übergang auf die neue Schule und helfen euch bei Fragen und Problemen. Jede Klasse hat 2 Klassenlehrer, die immer für dich da sind. Und dich individuell betreuen und beraten. Ich glaube, dass es als Klassenlehrer wichtig ist, einerseits der Klasse eine gewisse Struktur und Ordnung zu geben und andererseits ein Ohr und ein Auge für den Einzelnen zu haben. Als Klassenlehrer sind wir eure Ansprechpartner in jeder Situation. Am GV dauert 1 Stunde statt 45 Minuten 70 Minuten, damit du an einem Tag nicht so viele Bücher mitschleppen musst. Außerdem kannst du dich dann viel besser auf die einzelnen Fächer konzentrieren, weil du nicht so viele hast. Du hast auch viele neue Fächer, wie zum Beispiel Politik und Geschichte, Latein, Französisch oder Naturwissenschaften wie Physik, Biologie oder Chemie. Jetzt nach dem ganzen Unterricht haben wir uns eine Pause verdient. Lass uns in die Mensa gehen und was Leckeres essen. Hier gibt es täglich frisch zubereitetes Essen, damit du fit für den Nachmittagsunterricht bist. Und hier im Schülercafé gibt es Snacks und Getränke. Im MAR kann man Spiele ausleihen, um sich die Pausenzeit zu vertreiben. Wir am Gymnasium Förde verstehen Schule als Lebensraum und sind daher sehr daran interessiert, die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken, dass sie verantwortungsvolle Mitbürger der Gesellschaft werden können. Nachmittags kannst du dich in einem Profil speziellen Interessen widmen, zum Beispiel dem Singen, Schauspielern oder im Profil Elektrotechnik. Oder du wählst eine AG, zum Beispiel die Foto-AG, die Back-AG oder einen der vielen Sport-AGs. Bei uns am GV könnt ihr eure Interessen und Talente in vielfältiger Hinsicht entfalten. Zum Beispiel euer Wissen in einem Vortrag einem Publikum präsentieren. An Wettbewerben, zum Beispiel in den Fremdsprachen, teilnehmen und tolle Preise zu uns nach Förde holen. Und was ist mit meinen alten Freunden? Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5. Ihr sollt ihr alte Kontakte aus den Grundschulen weiterknüpfen und aufleben lassen. Darum geben wir euch die Möglichkeit, euch 1 oder 2 Kinder zu wünschen, mit denen ihr gerne in eine Klasse möchtet. Natürlich sollt ihr auch viele neue Freundschaften knüpfen können, um euch direkt an unserer Schule in euren neuen Klassen wohlzufühlen. Das ist uns sehr wichtig. Und wie geht es dann weiter? Auch für die Mittel- und Oberstufe gibt es tolle Angebote, sodass sich jeder nach seinen Fähigkeiten und Interessen entfalten kann. Dazu gehören Förderungselemente wie der Poetry Slam, Theaterarbeit, schulinterne oder schulexterne Wettbewerbe, die Ausbildung zum DFB Junior Coach, aber natürlich auch eine solide Abiturvorbereitung. Herzlich willkommen am GV. Ihr habt jetzt ein bisschen in dem Film das GV kennengelernt. Ich kann euch nur sagen, ich bin furchtbar gerne hier und ich freue mich, wenn alle anderen auch gerne hierher kommen. Ich lade euch herzlich ein. Ich verspreche euch eine freundliche Atmosphäre, in der sich gut lernen lässt. Euer Gerd Kube.